getroffen, den Orhan, und er ist Nationalspieler. Er ist Nationalspieler für Österreich, und zwar war er vor 2 Jahren in Melbourne bei der Obdachlosen-WM für Österreich. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Ja, also die WM war verdammt hart, muss ich ehrlich zugeben. Wir haben halt einige Spieler gehabt, die gemeint haben, wir machen den ersten Platz und so, und ich war einer der wenigen Realisten, ne? Die irgendwie, also ich habe gewusst, das wird ziemlich hart. Sehr spannend war es, ganz viel Medien und viel Rummel, ja? Und gerade also bei Obdachlosen oder Menschen, mit, die sozial halt am Boden sind, ist das ja ganz selten, ja? Mit Medien und so, und deswegen war es auch sehr schön. Mhm. Viel Aufmerksamkeit haben wir gehabt. Was für Erfahrungen hast du gemacht im Bereich Fußball und Fremdenfeindlichkeit, Rassismus? Ist das eher so ein Thema oder im Team überhaupt nicht? Also ich selber habe das wirklich selten beim Fußball gespürt. Ich kenne zwar meine Erfahrungen so, dass das, also Rassismus kenne ich, ja, das kenne ich von meiner Kindheit, oder es gibt halt immer wieder Menschen, die eben rassistisch sind oder rassistische Andeutungen machen. Für mich gibt es halt 2 Dinge. Also erstens einmal ist das dieses offensichtliche rassistisch sein, ja, und dann gibt es auch diese unterschwellige, ja, was ich meine, Ausländer spüren das halt ziemlich stark, ja. Ich kenne es halt. Und bei Fußball habe ich das echt fast nie begegnet, weil Fußball verbindet, ja. Und das, also dieser Spruch hat echt was, ja. Weil wenn man Fußball spielt, dann, sobald man sieht, jemand spielt gut, ja, dann ist das schon ein Respekt, egal woher der kommt, ja. Das macht schon irgendwie so jemanden, ich sage mal, sympathisch, ja. Und deswegen, ich habe es echt nicht erlebt. Okay. Ja. Super. Herzlichen Dank. Danke.